Hallo YouTube, hier ist eure Leala Slifting und ja, ich komme gerade vom Leg Day. Boah, es ist ein tolles Licht. Ich komme gerade vom Leg Day und zeige euch, was ich jetzt essen werde. Ich habe mir hier als erstes einen riesigen grünen Smoothie gemacht aus Spinat, Gurke, Salat, Banane, Birne und dann habe ich noch was von dem Vega-Protein mit Vanillegeschmack dazu gemacht. Das macht das Ganze so richtig schön cremig und das habe ich jetzt schon öfter getrunken. Und es schmeckt so geil, vor allem diese leichte Vanillenote dazu. Und ja, einfach um diesen Smoothie mega vollwertig und so zu machen und noch ein bisschen Protein hinzuzufügen. Und was ich auch noch reingetan habe, ist vom Kraftfutter-Mischwerk diese Smoothie-Mischung. Die schmeckt man jetzt nicht raus, aber da sind ein paar Antioxidantien und Mineralien und Vitamine drin. Und ja, bei dem Vega-Protein wisst ihr ja, da bekommt ihr 7% Rabatt mit dem Code LEA drauf auf maximalkraft.de. Das habe ich auch von da. Und ich verdiene daran kein Geld, auch wenn mir das unterstellt wird. Und hier köchelt. Ach so, wenn ich Geld dran verdienen würde, würde ich euch das sagen. Und oh! Hier köchelt gerade Basmati-Reis mit Wildreis und das sind jetzt nur 150 Gramm, weil ich den großen Smoothie mit vielen Bananen und so weiter habe. Und ja, den werde ich jetzt trinken und danach werde ich noch ein bisschen Rohkost essen, während ich lerne. Ja, das war's. Hatte noch ein kleines Hüngerchen, deswegen habe ich mir jetzt noch 260 Gramm Kidneybohnen gemacht und das war's dann auch. Wir haben jetzt 2:30 und dann esse ich so um 6 oder 6:30 wieder. Bis, ja, dann filme ich vielleicht nochmal, wenn ich Lust habe. Bis dann. So, ich koche mir jetzt 200 Gramm Vollkorn. Langkornreis und dazu werde ich mir den Brokkoli und eine Stange Lauch kochen. Das sind jetzt 400 Gramm Tomaten, die snacke ich jetzt, während ich ein bisschen für die Uni lerne. So, und jetzt knabber ich noch 300 Gramm Karotten und mein Reis ist voll am Kochen und mein Gemüse ist bald fertig. Sieht super lecker aus, ne? Dom, 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 dom. Das ist eine große Schale voll Gemüse. Der Reis muss ja, weil es Vollkornreis ist, noch total lange kochen. Und ja, währenddessen lasse ich das jetzt abkühlen und esse das dann. Der Reis ist fertig, hat auch alles schön eingesaut, wie ihr seht. Das ist natürlich jetzt nur noch ein Teil, der andere Teil. Entschuldigung, der ist schon hier in der Schüssel und da habe ich mir ein bisschen Sojasauce in eine Tasse gemacht und die werde ich mir da drüber geben. Und ich werde das Ganze mit Stäbchen essen und ja, wie ihr seht, geht das, obwohl es Naturreis ist, wunderbar. Ich muss gestehen, ich habe natürlich auch etwas Johannesbrotkernmehl zum Verdicken dazu gegeben. Aber ja, guter Ersatz für Sushi-Reis. Ich habe zwar auch Sushi-Reis, aber ich esse lieber immer mal im Wechsel braunen und weißen Reis. Und ja, jetzt ist mal wieder brauner angesagt. So Leute, jetzt esse ich hier noch 400 Gramm Bohnen und ich esse die süß. Ja, ich esse sie süß und zwar mit Zimt und Flavedrops von MyProtein. Das hier ist jetzt Vanille. Das passt am besten. Also noch geiler schmeckt das, wenn ihr Kidneybohnen oder wenn ihr weiße Bohnen nehmt. Das sind jetzt so grüne. Die sind auch nicht so ganz mehlig. Und davon einfach ein paar Tropfen da dran. Und ich schwöre euch, süße Bohnen schmecken derbe geil. Also ich esse meine Bohnen eigentlich immer nur süß. Und ihr bekommt auch auf MyProtein mit einem Code von mir 8% Rabatt. Also die Tropfen hier sind vegan. Die könnt ihr auf jeden Fall mal probieren. Wenn ihr daran Interesse habt, bestellt sie euch. Das ist kein Affiliate-Link. Ich bekomme kein Geld davon, weil ja da einige so
extrem unsozial reagiert haben. Das ist einfach nur für euch. Ich habe diese Tropfen hier von meinem eigenen Geld bezahlt. Ja, wie gesagt, ich würde es trotzdem unbedingt mal probieren, eure Bohnen süß zu essen. Schmeckt richtig geil. Und ja, bis gleich. Hier auch nochmal, was ich euch ja schon mal gezeigt habe. Meine Sammlung an Flavor Drops, also am geilsten ist auf jeden Fall, also der Klassiker am allerbesten finde ich das Vanille. Schokolade hat mir überhaupt nicht gefallen. Und White Chocolate, naja, finde ich auch so lala. Aber auf jeden Fall richtig geil ist Peanut Butter, Vanille, Banane. Die sind mega, also richtig geil, ich liebe die. Banana Power. Da, 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 da. So, und jetzt gibt es noch 3 Scheiben Brot mit selbstgemachtem Tomatenaufstrich. Und ich esse ja eigentlich gar kein Brot, aber ich habe dieses geile Brot im Bioladen gefunden. Bio-Kartoffelbrot und wollte es unbedingt mal probieren und es schmeckt echt super. Da ist nur Roggen drin, Wasser, Kartoffelflocken, 1% Salz und Hefe. Und ja, das ist richtig geil. Also sicherlich nicht zu jeden Abend, aber ab und zu kann ich mir das ja mal gönnen mit meinen über 3000 Kalorien. So, und die letzten beiden Scheiben esse ich noch mit dem restlichen Dip. Dann habe ich jetzt das ganze Päckchen Brot leer gegessen. Ja, läuft. So, und das ist das Letzte, was ich heute esse. Huch, jetzt geht der Zoom an. Eine große Orange, 220 Gramm und 200 Gramm Datteln. Dann bin ich heute auf 3400 Wattstichkalorien, 130 Gramm Protein und 30 Gramm oder 25 Gramm Fett und Restkohlenhydrate. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ja. Dann kommen auch mehr Full Day of Eatings. Bis zum nächsten Mal, eure Lea Loves Lifting. Ciao!